Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 4. Juni und ich dachte mir, ich starte mal mit einem neuen Weekly Reading und erzähle euch mal, was ich so gelesen habe und nehme euch jetzt diesen Monat auch mal wieder mit. Ich habe keine Ahnung, über wie viele Wochen ich das jetzt wieder ziehen werde, weil ich immer vergesse zu filmen zwischendurch. An und für sich gibt es nichts Neues bei mir. Der letzte Stand war ja, Milo war in Glas getreten, hatte eine Verletzung am Pfötchen, die ist leider immer noch. Und die ist leider immer noch nicht verheilt. Das wird wahrscheinlich auch noch gefühlte 100 Jahre dauern, weil die einfach an so einer bescheuerten Stelle ist. Und aber ansonsten geht es ihm gut. Mein Männle und mir geht es auch soweit gut. Ich bin nur gerade noch ein bisschen müde, weil wir heute wieder sehr früh aufgestanden sind. Weil mein Mann Frühdienst hatte. Und dann muss ich den ja immer auf Arbeit fahren. Und deswegen bin ich jetzt einfach noch ein bisschen müde und ich werde es wahrscheinlich auch den ganzen Tag bleiben. Bei uns ist wunderschönes Wetter. Wir sind bisher auch von den Gewittern, die so jetzt die letzten Tage waren, verschont geblieben. Also bei uns hat es gestern ein bisschen gestürmt und wir dachten schon, oh, jetzt kommt was, aber es kam null. Irgendwie kommt halt Gewitter und so ein Krams immer bei uns nicht an. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie warm es heute wieder wird. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich nicht weiter irgendwie viel zu berichten. Morgen geht mein Video für Jackie ihr neues Buch online. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet, weil das ist ja nicht nur ein Buch, sondern auch eine Charaktervorstellung gewesen. Mal schauen, was ihr da so zu sagt. Und Sonntag machen wir das Hangout für die Leseliste. Und bin ich auch schon mal sehr gespannt, wie das wird. Meine Leseliste ist inzwischen ja nicht nur eine Leseliste, sondern einfach eine Liste für alles, was so für mich das Lesen und den ganzen Kram betrifft, was so meine Hobbys sind. Denn ich hatte immer alles in 100 verschiedenen Dokumenten und habe dann gedacht, warum? Wenn du jetzt einmal mit einer Excel anfängst, kannst du auch alles quasi in eine Excel packen und hast alles zusammen. Ja, deswegen ist meine Leseliste inzwischen nicht nur mehr eine Leseliste. Und ich bin mal auf Sonntag gespannt auf das Hangout, wie das so wird. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie wir das machen wollen. Ich muss da am Wochenende mich nochmal mit auseinandersetzen. Wie ich das alles eingebunden kriege in das Stream-Programm und den ganzen Kram, da muss ich dann erstmal gucken. Und ich überlege auch schon, wann wir das am Sonntag machen. Ich fand Sonntagvormittag war eigentlich eine angenehme Zeit. Ich muss aber jetzt nochmal gucken, wie mein Mann am Wochenende arbeitet. Weil wenn er natürlich Spätdienst hat, würde ich das nachmittags machen, weil er dann nicht da ist. Und wenn er Frühdienst hat, mache ich es vormittags. Also danach würde ich mich jetzt richten, wie mein Männle dann arbeitet am Wochenende. Oh Gott, ich bin auf der Bühne. Entschuldigung. Ja, aber es ist ja blöd, wenn er dann zu Hause ist und dann hocke ich am PC und dann muss er auf Arbeit und dann, ach nee, das will ich nicht. Deswegen muss ich da mal schauen, dass ich da auch morgen spätestens mal noch eine Info geben kann, wann das Hangout am Sonntag stattfindet. Und ja, ansonsten gibt es so, was das alles betrifft, nicht viel Neues zu erzählen. Kommen wir als letztes noch zum Lesen. Ich habe gestern Abend One Kiss von Lauren Blakely fertig gelesen. Das ist der vierte Teil der The One-Reihe. Und ich muss sagen, dass der mir wieder viel, viel besser gefallen hat wie der dritte und auch wie der zweite. Denn das war mal hier wirklich eine richtig süße Geschichte und es geht hier um Nicole, die kennen wir auch schon aus den vorherigen Bänden und Nicole möchte unbedingt ein Kind und sucht einen Samenspender und macht dann einen Deal mit ihrem Arbeitskollegen, weil der auch Hilfe von ihr braucht und die schließen dann wie gesagt so einen Deal ab, dass er ihr hilft und sie hilft ihm und naja, wie das halt so ist, kann es schon sein, dass die beiden dann ein bisschen mehr füreinander empfinden und dann ist natürlich die Frage, ob sie es schaffen, am Ende zusammenzufinden oder nicht und ob sie es schafft, schwanger zu werden oder nicht. Und ja, darum geht es in diesem Buch und ich muss sagen, die Geschichte war wirklich sehr, sehr süß erzählt. Ich muss sagen, der erotische Anteil war mir fast schon ein bisschen zu hoch in diesem Buch, denn ja, ich mag das ja immer nicht, wenn das zu viel Erotik ist. Oh Gott, ich bin eindeutig noch zu müde. Und ansonsten fand ich die Geschichte rund um Nicole und Ryder wirklich süß. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Charaktere alle beide wirklich gut. Und das ist wieder eine süße, niedliche Liebesgeschichte. So viel zwischendurch. Ich mochte das Buch. Ich hoffe auch, dass heute noch Golden Dynasty ankommt, weil das wollte ich jetzt eigentlich gleich danach anfangen zu lesen, aber das ist noch nicht da. Das habe ich auch als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen, genau wie One Kiss. Und ja, wenn das aber nicht kommt, kann ich es nicht lesen. Das würde mir wieder meine ganze Leseplanliste, die ich so für mich im Kopf gemacht habe, erstmal durcheinander hauen. Nächste Woche müsste dann noch Renegades Teil 2 kommen.
Und das kann ich ja dann parallel mit dem Buch lesen, was ich mit der Nina zusammen lese. Denn die Nina und ich lesen nächste Woche dann Idle von Kristen Callahan. Und ja, da wollte ich nebenbei halt Renegades lesen, deswegen wollte ich diese Woche eigentlich gerne noch Golden Dynasty lesen. Aber wenn es nicht kommt, ja, was soll ich machen, ne? Ich warte jetzt einfach mal ab. Ansonsten, wenn es heute nicht kommt, werde ich versuchen, bei Wenn der Sturm tobt, einfach mal ein bisschen weiterzukommen. Denn ich möchte das eigentlich ganz gerne beenden. Aber ich habe immer noch keine Lust auf das Buch. Das ist furchtbar. Aber ich werde mich jetzt einfach mal zwingen, da ein bisschen weiterzulesen. Vielleicht kommt die Lust dann ja zurück. Wie gesagt, ist total komisch. Ich weiß nicht, was mit diesem Buch in mir nicht stimmt. Keine Ahnung. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so der Leseplan. So für die nächsten 14 Tage. Also wie gesagt, Golden Dynasty Teil 2. Wenn der Sturm tobt, vielleicht zu nebenbei noch ein bisschen. Und dann nächste Woche Renegades und Idle von Kristen Callahan. Ja, das ist das, was ich vorhabe. So, am Donnerstag, diese Woche gehe ich endlich zum Pony schneiden. Es wird Zeit, ne? Ich habe hier echt so voll die Gardine. Und da wir ja in gut 3 Wochen auf eine Hochzeit gehen, sollte das Pony wenigstens halbwegs in Ordnung sein. Und ich muss das Hochzeitsgeschenk noch basteln am Wochenende. Das muss ich ganz dringend mal noch tun, dass ich das auch erledigt habe. Und Entschuldigung, ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Meine Lichtschwankungen hier sind heute am Morgen schon wieder echt extrem. Es tut mir leid. Ich kriege das immer dann auch nicht so 100% ausgeglichen, wenn das so hell, dunkel wird. Diese Kamera ist manchmal einfach, nein, lassen wir das. So, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich melde mich später wieder, wahrscheinlich vielleicht übermorgen oder so. Mal gucken. Und ja, ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 6.6. und ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen von Arbeit und mir ist gerade sowas von warm. Draußen ist es bei uns heute eigentlich jetzt recht angenehm, kühl, da braucht man auch so ein bisschen so ein Jäckele. Aber hier drin in der Wohnung ist einfach noch diese ganze Wärme von den letzten Tagen und das ist einfach nur ekelhaft. Ich habe jetzt schon alle Fenster aufgemacht, dass das hier durchzieht, dass hier ein bisschen diese warme Luft rauskommt, aber irgendwie passiert hier nichts. Naja, egal. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich dachte mir, ich melde mich mal fix, ich muss gleich wieder los. Ich gehe heute nämlich zum Pony schneiden, dann sehe ich auch wieder was. Juhu! Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich dann gleich los kann. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Es sieht gerade sehr, sehr stark nach Regen aus. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass es regnet, wenn wir jetzt losmachen, weil ich wollte jetzt eigentlich nichts weiter mitnehmen, wenn wir jetzt gehen. Deswegen, naja, schauen wir mal. Ansonsten gibt es jetzt auch so viel Neues nicht zu berichten. Bei mir privat ist alles wie beim letzten Status-Update. Ich habe heute das gepostet, dass wir am Sonntag das Hangout machen zur Leseliste. Einmal auf Instagram, einmal auf YouTube. Ich hoffe, dass es jetzt auch soweit alle mitbekommen, die das interessiert hat, das Thema. Dass da halt keiner sagen kann, oh, ich habe das Hangout verpasst. Ansonsten gibt es in der Richtung nichts Neues zu berichten. Ich lese aktuell das hier, Wenn der Sturm tobt. Da hatte ich ja letzten Monat schon mit angefangen und dann einfach keine Lust mehr auf das Buch gehabt. War mir noch nie passiert. Ich verstehe es bis jetzt auch immer noch nicht. Ich habe auch keine Lust gehabt, das Buch zu lesen, als ich es in die Hand genommen habe. Aber ich dachte mir, du wirst jetzt dieses scheiß verdammte Buch lesen. Du willst ja auch wissen, wie diese Geschichte ausgeht und was da jetzt alles passiert. Weil im Prinzip wird es ja jetzt erst richtig krass spannend, weil jetzt was richtig Übles passiert ist. Und ich weiß, dass es jetzt in dem nächsten Abschnitt, wo ich jetzt gerade bin, ich bin jetzt auf Seite 113, dass es ab jetzt richtig böse wird. Das haben jetzt schon mehrere Leute erzählt, dass das jetzt ein übler Abschnitt wird. Bis zum dem einen Punkt. Vielleicht habe ich auch deswegen keine Lust auf das Buch, weil ich schon mehrfach die Info bekommen habe, was jetzt halt passiert. Und leider Gottes hat man mir auch erzählt, dass da was passiert, was ich ganz, ganz schrecklich finde und was ich nicht lesen möchte. Und ich vermute, dass ich deswegen keine Lust mehr auf das Buch hatte. Schauen wir mal, wie schlimm es jetzt tatsächlich wird. Ob es so schlimm wird, wie ich es mir vorstelle oder vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Aber Sia Wilson schreibt halt auch sehr bildlich, finde ich. Und das ist für mich dann schon ein bisschen schlimm. Vielleicht überblättere ich das auch einfach, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ja, lese ich gerade, Wenn der Sturm tobt. Ja, habe halt gestern die ersten 113 Seiten davon gelesen und hatte dann aber gedacht, ich lese noch ein zweites Buch und habe dann halt hin und her überlegt den ganzen Abend, was ich jetzt noch lesen könnte. Und habe mich dann dazu entschieden, nichts weiter anzufangen. Aber vielleicht fange ich heute noch mit dem 7. Teil, müsste das sein, der Green Mountain Serie an. Da will ich ja auch diesen Monat noch weiterlesen. So, Wenn der Sturm tobt, der 2. Teil zu dieser Geschichte gefällt mir bisher gut. Und ist das, was ich erwartet habe von C.L. Wilson. Aber ich muss halt immer noch sagen, dass Der Winter erwacht einfach, da geht nichts drüber einfach. Also Der Winter erwacht war definitiv für mich persönlich hier noch einiges besser als das.
Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem Buch, was heute noch gekommen ist. Und zwar ist das das hier. Ihr seht, es ist ein dickes Buch. Ich habe das Paket jetzt schon mal ausgepackt, weil ich diese Dinger hier mit einer Hand nicht abbekommen habe. Und ich jetzt einfach zu faul war, nochmal aufzustehen, um eine Schere zu holen. Deswegen habe ich jetzt gerade die Kamera mal kurz beiseite gelegt und ausgepackt. Und ja, das Buch, was ich diesen Monat noch angefragt habe, ist Renegades von Marissa Meyer. Das ist der zweite Teil, Geheimnisvoller Feind. Hier hat mir ja letztes Jahr der erste Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hatte ja für mich so ein Feeling von Die Unglaublichen. Und ich mag einfach Superhelden, Superschurkengeschichten. Und ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil, denn das Ende vom ersten Teil hatte ja schon einen fiesen Cliffhanger. Und ja, ich bin gespannt, was alles passiert bei Adrian und Nova. Und ja, ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Und diese Bücher von Marissa Meyer sind immer ziemliche Schinken. Alter Schwede. Aber im ersten Teil war es ja auch so, dass das Buch eine relativ große Schrift hat, weswegen es dann eigentlich gar nicht so viel war, wie es auf den ersten Blick scheint. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt hier alles noch passiert. Und freue mich dann schon sehr darauf. Der dritte Teil kommt ja nächstes Frühjahr raus und da bin ich auch dann schon sehr gespannt drauf. Mal gucken, was jetzt hier im zweiten alles passiert. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle von mir auch nicht zu sagen. Ich gehe jetzt zum Friseur und lasse mir meinen Pony absäbeln, dass das wieder ordentlich aussieht, denn in 2 Wochen fahren wir ja zu einer Hochzeit. Da müsste mein Pony wenigstens ordentlich aussehen. Und ja, deswegen sage ich mal, bis später. Und jetzt sieht mein Pony aber auch richtig schön scheiße aus. Meine Fresse. Ach, egal. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Es ist Freitag und das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür. Und ich durfte heute ein bisschen eher Feierabend machen, weil ich schon wieder echt übel Rückenschmerzen habe. Und bin deswegen jetzt auch schon ein bisschen eher zu Hause gewesen. Und ja, habe die ganze Zeit ein Kirschkernkissen im Rücken, weil die Wärme echt gut tut und das hinten auch alles wieder so ein bisschen lockert. Ich weiß nicht, ob ich mir was gezerrt habe oder was ich gemacht habe, aber mein Rücken heute früh, ich bin kaum hochgekommen, es war nicht schön. Auf jeden Fall steht das lange Pfingstwochenende jetzt vor der Tür und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch schon auf das Hangout am Sonntag. Ich habe mir ehrlicherweise gesagt noch überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, wie wir das Ganze aufziehen werden. Ja, das werde ich jetzt mal heute und morgen noch machen, mir mal darüber einen Kopf machen, wie wir das Ganze am besten durchgehen und wie ich euch das am besten erkläre. Es ist ja nichts Kompliziertes, eigentlich sieht man es und man versteht es. Also es gibt da eigentlich nicht viel zu erzählen. Aber ich dachte mir, falls ihr Fragen habt, machen wir das gleich mit im Hangout. Der Grund ist aber, warum ich mich eigentlich melde, ist, ich habe euch ja gestern gesagt, dass ich ein Buch vermisse. Ah, es ist heute angekommen. Ich habe, tata, da ist es. Jennifer L. Armentrout, brennender als Sehnsucht. Ich freue mich so. Ich bin jetzt gerade sehr froh, dass ich kein neues Buch mehr angefangen habe die Woche, weil ich hatte gestern überlegt, mit Green Mountain noch anzufangen, aber ich habe es nicht getan. Ich freue mich drauf und ich freue mich, dass ich das nicht gemacht habe, denn jetzt werde ich gleich mit Golden Dynasty hier noch starten und versuche das jetzt am Wochenende noch mit zu lesen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gehypt auf die Geschichte. Es geht ja jetzt hier um Nikki Besson und Gabriel de Vincent. Die Geschichte klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und es ist Jennifer Armentrout, es kann eigentlich nur gut werden. Und ja, ich habe das Paket hier heute bekommen vom HarperCollins Verlag und ich habe noch ein anderes Paket bekommen. Da habe ich vorhin schon mal einfach nur einen kurzen Blick reingeworfen, weil ich nicht wusste, was es ist und habe mir aber gedacht, wir gucken uns das Ganze jetzt gemeinsam mal näher an, denn dass ich dieses Paket bekommen habe, hat einen bestimmten Grund und ja, wir gucken da jetzt einfach mal zusammen rein, was da so drin ist und ich drehe einmal die Kamera. So, da haben wir das Paket. Ich habe jetzt hier einfach schon einmal aufgemacht, damit das jetzt hier alles leichter geht. Und zwar ist in diesem Paket das hier drin. Das kam so an. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben hier einen Lolli und Ahoi Brause. Ich liebe Ahoi Brause. Wer von euch kennt sie, die Ahoi Brause? Die habe ich früher als Kind schon immer total gerne gegessen. Und dann haben wir hier einen Brief. Den lese ich jetzt mal ganz kurz. In diesem Brief geht es darum, dass der HarperCollins Verlag ein neues Imprint quasi hat. Und zwar ist das Dragonfly. Bisher war es ja so, bei HarperCollins gab es hier immer Ja für die ganzen Jugendkinderbücher, die sie alle so hatten. Und das wird jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, von Dragonfly abgelöst. Und das wird, wie gesagt, das neue Imprint. In dem Brief stand, dass 15 Titel bei Dragonfly erscheinen werden. Und ich wurde gefragt, ob ich Botschafterin sein möchte für Dragonfly. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr cool. Ich muss jetzt hier aber auch mal gucken, was das hier alles ist. Ach, guck mal, das sind Leseproben zu allen Dragonfly-Büchern. Das ist ja cool.
Da werde ich mir dann auf jeden Fall das Ganze mal angucken. Das sind Leseproben zu allen 15 Büchern, die im Herbst rauskommen werden. Und ich muss sagen, ich finde dieses bunte Dragonfly-Logo, ich habe das letztens schon auf der Seite vom HarperCollins Verlag gesehen, richtig, richtig cool. Auf jeden Fall für Jugendliche sehr, sehr ansprechend. Und ja, also hier sind 15 Leseproben drin. Dann haben wir hier, ach guck mal, ein Notizbuch, was ich sehr, sehr cool finde. Ich brauche nämlich ein neues. Mit dem Dragonfly-Logo. Das finde ich auch mega cool. Und dann haben wir in dem Paket, das hier noch von Jenny McLachlan, Arthur und die schreckliche Scheuch. Scheuch? Und der schreckliche Scheuch. Oh, ich kann das wieder nicht lesen. Das ist ein Leseexemplar und das ist ein Kinderbuch. Und ja, finde ich mal sehr, sehr cool. Hier sehen wir auch nochmal das neue Dragonfly-Logo und das finde ich mega schön. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier noch das Programmheft mit den Büchern, die im Herbst erscheinen werden. Ich weiß nicht, ob ich da mit euch schon zusammen reingucken darf, weil hier steht Auslieferungswechsel ab 1.7. VVA, Vorverkauf wahrscheinlich. Deswegen, ich weiß gerade nicht, ob wir da schon zusammen reingucken können. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Dragonfly-Botschafterin werden sollte oder nicht. Denn wie gesagt, es gibt einige Titel, die mich schon ansprechen. Aber es gibt natürlich halt auch Titel, wo ich sage, das sind Kinderbücher. Das ist aktuell nicht so mein Thema. Ob das vielleicht irgendwann mal Thema wird, weiß ich ja nicht. Aber aktuell lese ich keine Kinderbücher. Und ich weiß halt nicht, ob es dann fair ist, Botschafterin zu werden für Bücher, die ich eigentlich nicht lese. Ich werde dem Verlag mal eine E-Mail schreiben und mal fragen, wie das mit den Büchern ist, die mich jetzt nicht so interessieren. Ja, aber es wäre schon irgendwie cool, so Botschafterin zu sein. Fände ich schon irgendwie nice. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten, ja, freue ich mich gerade sehr, dass ich dieses Paket bekommen habe, dass man da an mich gedacht hat. Das ist ja als Blogger schon irgendwie immer so ein bisschen so eine kleine Ehre, wenn ein Verlag einen einfach irgendwas zuschickt und einfach an einen denkt und sagt, ha, guck mal, die hätten wir ja dann noch, die könnten wir da mal fragen, wir finden das cool, was die macht. Das ist schon immer so ein bisschen so eine, für mich so eine kleine Ehre und ja, deswegen freue ich mich da gerade sehr drüber, dass der Verlag da an mich auf jeden Fall gedacht hat. Und ja, ich werde jetzt mal überlegen, was ich mache und dann nächste Woche mal eine Mail hinschreiben, ob ich denn Dragonfly-Botschafterin werden möchte oder nicht. Ich lasse mir das jetzt einfach mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Und mehr gibt es zu diesem Thema jetzt auch gerade im Moment nicht zu sagen. Ich war ja gestern beim Pony schneiden, aber aufgrund des Wetters ist meine Frisur heute sowieso schon wieder vorn Arsch, auf gut Deutsch. Und ja, ich habe gestern auf jeden Fall hier weitergelesen. Ich bin da jetzt so knapp über die Hälfte auf Seite 237, also hier oben, das muss ich jetzt noch lesen, das Stück. Und ich muss sagen, es war echt streckenweise sehr, sehr schlimm für mich, was da passiert ist. Ihr wisst, ne, sexueller Missbrauch und Gewalt und so, oh, das ist einfach nicht meins. Und was hier passiert ist in dem Thema, was hier in dem Buch passiert ist, war für mich schon sehr, sehr schlimm. Aber ich habe diese schlimme Stelle jetzt überstanden und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was mit den Nebencharakteren hier passiert und ja, werde da jetzt noch ein bisschen weiterlesen und heute Abend werde ich mit Tina dann noch ein bisschen Raft spielen. Ich freue mich schon sehr drauf, weil wir ja letzte Woche kurzfristig das Ganze absagen mussten, weil das bei mir aus persönlichen Gründen dann nicht mehr ging und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall jetzt schon. Und mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich später wieder, vielleicht Sonntag oder Montag, ich muss mal gucken, je nachdem, wie hier was passiert. Und ja, bis dann, macht's gut. Tutu. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade 3 Stunden gedreht. Ich habe den Lesemonat gedreht, inklusive der Neuzugänge. Ich habe 2 Buchvorstellungen gedreht. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin hin. Also wirklich, Lesemonat drehen ist für mich echt immer so ein bisschen so ein Graus. Weil ich dann einfach so viel am Stück reden muss und ich kriege dann immer so einen trockenen Mund und dann bei der Hitze hier ist das echt nicht lustig. Ich bin gerade zerflossen in dem Lesemonat, wo ich den gedreht habe und bäh. Aber was muss, das muss, ne? Der Lesemonat ist wichtig, den guckt ihr sehr, sehr gerne, deswegen muss ich da durch. Und ich glaube, ich habe ziemlich viel Mist erzählt jetzt in dem Lesemonat, aber das war mir jetzt auch egal. Der wird auch wieder eine Stunde lang so viel, wie ich da erzählt habe, aber auch das ist mir egal. Ja, ich habe den jetzt schon mal für Sonntag gedreht. Heute ist Montag, also es ist Pfingstmontag heute. Und was stimmt mit meiner Strähne hier nicht? Die kommt immer wieder vorgeflutscht. Ja, mein Mann schläft noch, der hatte Nachtdienst und jetzt habe ich halt, wie gesagt, 3 Stunden gedreht. Jetzt muss ich mein Bücherchaos hier noch wegräumen.
Die Kamera steht gerade auf meinem Bücherhaufen vom Lesemonat. Und ja, die muss ich jetzt noch wegräumen und dann muss ich die Daten von der Kamera noch auf dem PC machen. Und dann müsste ich eigentlich anfangen zu schneiden, aber ich glaube, ich habe keine Lust. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach noch eine Runde Raft gönnen am PC, so für mich alleine vor mich hindaddeln. Und ja, werde dann heute Nachmittag mich nochmal an den Rechner setzen und zumindest das Video für die Woche schneiden, weil meine Buchvorstellung zu One Kiss soll am Mittwoch schon online gehen. Deswegen muss ich das dann morgen oder heute Abend oder so schneiden, dass das dann Mittwoch fertig ist. Ja, dann habe ich noch die Buchvorstellung für Golden Dynasty 2 gleich gedreht. Das hatte ich ja gestern beendet. Und wie gesagt, mein Lesemonat für nächste Woche Sonntag habe ich gedreht. Den muss ich dann nächsten Samstag schneiden. Das wird ewig dauern. Dieser Lesemonat ist, glaube ich, allein 1,5 Stunden lang. Also das Rohmaterial, ich habe sehr viel Rohmaterial, also knapp 2 Stunden. Ich habe auf jeden Fall sehr viel geredet. Ich glaube, ich muss da echt einkürzen. Ja, das habe ich jetzt so gemacht. Ansonsten hatte ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Update gegeben habe, Mittwoch, Donnerstag irgendwie so in der Drehe. Nee, Freitag. Freitag habe ich das letzte Update gegeben. Da habe ich euch ja noch Golden Dynasty gezeigt und das andere Paket, was ich vom HarperCollins Verlag bekommen habe. Die hatten mich ja gefragt, ob ich Botschafterin für Dragonfly werden möchte. Und den werde ich jetzt heute auch noch eine E-Mail schreiben, dass ich das Ganze ablehnen werde, weil ich einfach nicht noch zusätzlich Rezensionsexemplare annehmen kann. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass sie mich da bedacht haben und dass sie mich da gefragt haben. Und ich freue mich da auch drüber, dass sie denken, dass ich das gut machen würde. Aber zum einen, ich lese keine Kinderbücher. Und zum anderen, 15 Rezensionsexemplare zusätzlich zu meinem, was ich jetzt noch alles lesen will, das funktioniert einfach nicht. Und ja, deswegen werde ich das Ganze ablehnen. Weil wie gesagt, euch interessieren Kinderbücher auf meinem Kanal hier auch nicht. Oder wahrscheinlich die wenigsten. Und ich habe keinen Bock, Kinderbücher zu lesen. Und was soll ich das dann machen? Also deswegen werde ich den dann absagen. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich da wirklich geehrt, dass sie da an mich gedacht haben. Aber ich denke nicht, dass ich die richtige Person dafür bin. Hätten sie mich gefragt, ob ich Botschafterin für den Mira Taschenbuchverlag werden möchte, hätte ich sofort ja gesagt. Weil Liebesromane sind mein Ding. Das habe ich auch kein Problem mit, da 15 Stück zu lesen. Aber das wird mir bei den Kinderbüchern einfach nichts. Und die drei Jugendbücher, die dann rauskommen, die mich interessieren, da die kann ich notfalls auch so anfragen oder mir kaufen. Also das ist dann für mich, das wiegt das Ganze einfach nicht auf. Deswegen, da werde ich dann noch die Absage schreiben. Und dann hatte ich noch eine Anfrage gekriegt wegen Rezi-Exemplar, da werde ich auch noch eine Absage schreiben. Ja, ansonsten habe ich nichts gemacht die letzten Tage. Ich habe gestern mit Tina wieder gestreamt, gestern Abend. Wir haben Raft gespielt. Wieder 7 Stunden oder so. Aber wir sind gut vorangekommen diesmal. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Gestern früh war mein Leselisten-Hangout. Das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Ich war immer ein bisschen planlos, aber ich habe dann einfach drauf losgequatscht und dachte, auch irgendwas wirst du schon erzählen. Und ja, ich glaube, das lief auch ganz gut und meine Leseliste ist eigentlich ganz gut angekommen. Und ja, mehr habe ich auch am Wochenende nicht gemacht. Ich habe Golden Dynasty gelesen. Ich habe gezockt. Ich habe jetzt gedreht. Ich werde heute noch zur Familie fahren, noch so ein bisschen soziales Leben ausleben. Und ich habe mit Tina festgestellt, wir sind zwei sehr unsoziale Menschen. Also wir sind zwei Menschen, die gerne mal alleine sind und die nicht immer jemanden um sich drum herum brauchen und die auch nicht stets und ständig irgendwo hinrennen müssen auf irgendwelche Partys oder Feste oder Feiern oder Kino oder Disco oder keine Ahnung was. Oder stets und ständig essen gehen müssen. Wir sind zwei Menschen, wir sind gerne bei uns zu Hause, für uns, alleine, machen unser Ding. Deswegen haben wir gesagt, wir sind sehr unsoziale Menschen eigentlich. Aber ich finde es mega witzig. Ich finde es einfach nur mega witzig, dass wir da beide so sind. Deswegen mag ich die Tina wahrscheinlich auch so sehr. Ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich heute auch nichts weiter machen. Ich werde jetzt ein bisschen Raft spielen, bis mein Mann aufsteht. Und dann die ganzen Daten hier auf den PC rüberschmeißen schon mal, dass ich dann das nur noch schneiden brauche. Und dann heute Nachmittag, wenn mein Mann dann wach ist, fahren wir zur Familie. Und dann mal gucken, was heute noch so geht. Wie gesagt, wahrscheinlich schneiden, schneiden, schneiden. Und eigentlich wollte ich heute noch, wenn der Sturm tobt, zu Ende lesen. Aber ich glaube nicht, dass ich das Buch heute fertig kriege. Ich habe heute nicht so die Leselust. Ich bin heute eher so, ich möchte lieber noch mal zocken, bevor ich morgen wieder arbeiten muss. Deswegen wird das Buch dann wohl ein bisschen hinten anstehen heute. Naja, mal gucken. Vielleicht packt es mich ja heute Abend noch. We will see, we will see. Mehr gibt es jetzt auch erstmal nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Und ja, bye bye. Und wartet mal, hier ist übrigens mein Stapel von Büchern, die ich jetzt wegräumen muss. Die muss ich jetzt alle wieder ins Bücherregal da einsortieren. Ich freue mich. Hallo ihr Lieben,
Heute ist Donnerstag, der 10., 11., 12., 13. Juni und ich habe mich in den letzten Tagen nicht gemeldet, mir ging es nicht gut. Heute ist der erste Tag, wo es mir halbwegs wieder gut geht und zwar, ich habe Rückenprobleme ohne Ende und ich konnte nicht sitzen, ich konnte gar nichts, es ging einfach nicht, das war so bäh. Ja, deswegen bin ich die Woche auch zu Hause, aber ich habe nichts gemacht aufgrund meiner Rückenschmerzen. Also so vor mich hin vegetieren und Fernsehen zu gucken. Ich habe es gestern geschafft, dann endlich, wenn der Sturm tobt, zu beenden. Und jetzt kommt ein Flugzeug. Ja, auf jeden Fall habe ich es gestern dann endlich geschafft, wenn der Sturm tobt, zu beenden. Ich habe noch nie ein Buch so schlimm prokrastiniert. Wirklich, Leute. Ich weiß nicht, was mit mir und diesem Buch nicht gestimmt hat. Immer wenn ich es gelesen habe, habe ich es total gerne gelesen und dann hat es mir sehr viel Freude gemacht und dann habe ich es weggelegt und dann lag es da. Dann lag es einfach tagelang da und ich habe es ignoriert. Ich habe keine Ahnung, was mit mir und diesem Buch los war. Auf jeden Fall, es ist jetzt zu Ende. Ich habe es beendet. Ich fand die Geschichte gut. Mich konnte sie allerdings bei Weitem nicht so begeistern, wie Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Da geht einfach nichts drüber, ne? Ich meine, Dils und Gabriella sind auch zwei tolle Charaktere. Die haben die Geschichte auch super getragen. Die Geschichte war super. Ich bin jetzt auch mega gespannt, wie es weitergeht mit der Reihe. Aber trotzdem konnte mich diese Reihe nicht so fesseln und packen, wie Der Winter erwacht. Auf jeden Fall, ja, habe ich dieses Buch jetzt beendet. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich hatte ja, glaube ich, am Anfang des Videos schon ein bisschen was dazu erzählt. Aktuell lese ich gerade Idle von Kristen Callahan mit der lieben Nina zusammen. Da haben wir jetzt die ersten 100 Seiten gelesen und das war auch lustig. Wir haben angefangen, das Ganze zu lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Hatte ich da Idle schon angefangen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich Idle angefangen zu lesen und will mich dann so mit Nina austauschen und denke, hä, was erzählt sie denn da? Da war doch gar kein Betrunkener auf einem Rasen, die war doch in einem Flugzeug. Und dann denke ich so, hä? Und dann gucke ich, habe ich Trottel erstmal den zweiten Teil gelesen, die ersten 50 Seiten. Also habe ich mich dann hingesetzt und habe dann nochmal die 50 Seiten vom ersten Teil gelesen. Oh, nee. Und ja, jetzt habe ich beim ersten Teil 100 Seiten gelesen und ich muss sagen, bisher gefällt mir die Geschichte ganz gut. Ist keine Geschichte, die mich jetzt total umhaut und vom Hocker reißt. Also ja, ich bin mal gespannt, was bei Idle, gib mir die Welt, jetzt alles noch passiert. Heute setze ich aus mit Lesen, weil die Nina gestern nicht dazu gekommen ist zum Lesen und jetzt heute erstmal nachholt. Deswegen werde ich da heute nicht weiterlesen, was ich ein bisschen schade finde, aber morgen dann wieder. Und eigentlich wollte ich heute noch mit Renegades anfangen, dem zweiten Teil. Aber ich will heute auch noch was am Rechner machen. Ich habe gestern probiert, am Rechner zu sitzen. Wenn ich meinen Gymnastikball mich draufsetze, dann geht das. Dann kann ich mich in ein, zwei Stündchen ransetzen. Aber ja, wenn ich jetzt heute an den Rechner gehe, komme ich garantiert nicht nochmal dazu zu lesen. Aber ich wollte eigentlich schon anfangen, das Video für Sonntag zu schneiden, damit ich das jetzt jeden Tag in Etappen schneiden kann, weil am Stück werde ich das nicht hinkriegen. Ah, es ist alles so schwierig. Naja, ich werde dann mal sehen, was ich nachher mache. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Die Post war heute da und ich habe das hier bekommen. Ich habe das in den letzten Tagen auf Instagram schon gesehen, dass der KISS Verlag mal wieder Briefe verschickt hat. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Ich wollte da mit euch zusammen jetzt mal reingucken. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf. Und ja, dann habe ich noch ein Paket vom HarperCollins Verlag bekommen, wo ich auch keine Ahnung habe, was drin ist, weil ich hatte nur Golden Dynasty beim Verlag angefragt. Und das habe ich ja schon bekommen, das habe ich auch schon gelesen. Da kommt die Rezension dann nächste Woche online, die muss ich auch noch schneiden. Jetzt gucken wir mal hier zusammen rein und dann gucken wir nochmal zusammen in das Paket rein, würde ich sagen. Aber wir nehmen erstmal den Briefumschlag. Und so, jetzt haben wir hier wieder diese wundervolle Ansicht und ich bin wie immer unscharf. Und ich versuche mal das hier vorsichtig aufzumachen, dass mir nicht das ganze Ding hier kaputt geht. Oh, ich merke später, dass ich so nicht sitzen kann. Schwierig, aber ich wusste halt auch nicht, wo ich mich jetzt hinsetzen sollte zum Drehen. Ich dachte mir, im Bett liegen ist kacke und drehen, deswegen sitze ich jetzt hier. So, wartet. Ich versuche das noch irgendwie aufzumachen, ohne komplett alles kaputt zu machen. Ich muss den Aufkleber kaputt machen, ich krieg's sonst nicht auf. Verdammt! Obwohl. Nein, so geht's! Ha! Aufkleber ist noch ganz. So, und was man in den letzten Tagen immer auf Instagram gesehen hat, war das hier. Das Stück Karte hat man immer gesehen und ich bin gespannt, worum es geht. Das KISS Sommerfest.
So, ich habe jetzt gerade mal geguckt, was es mit diesem Sommerfest auf sich hat. Und zwar ist das als Dankeschön an alle Blogger gedacht, die das ganze letzte Jahr mit dem Rowohlt Verlag zusammen gearbeitet haben und KISS vorgestellt haben und Bücher rezensiert haben. Und ja, dieses Sommerfest ist als Dankeschön gedacht an alle Blogger, die bei KISS jetzt so mitgewirkt haben. Das ist leider an einem Datum, wo ich nicht hinfahren kann. Und es ist in Hamburg, was für mich auch ein bisschen schwierig ist. Das schaffe ich nicht in einer Tagestour und dann müsste ich ein Hotel nehmen. Aber wie gesagt, das funktioniert vom Datum her bei mir leider gar nicht. Deswegen kann ich da leider nicht hinfahren, aber ich freue mich, dass ich auf jeden Fall eine Einladung bekommen habe. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Ja, ich finde die Karte auch schön. Die pappe ich mir irgendwo hin. Und ja, schade, dass ich nicht hinfahren kann. Aber wie gesagt, es passt weder vom Datum her noch... ist das eine Strecke für mich, die ich einfach mal so zurücklegen kann, leider. Deswegen kommt das für mich nicht in Frage. So, wir haben jetzt ja hier noch das Paket von HarperCollins. Ich schneide mal die Dinger ab. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Denn wie gesagt, ich hatte bei HarperCollins nur Golden Dynasty angefragt. Und das habe ich ja bekommen. Und ansonsten weiß ich es nicht so. Ihr kriegt nochmal die optimale Position von mir. Und ja, ich packe das hier mal aus. Ich lache mich tot, wenn da jetzt nochmal Golden Dynasty drin ist. Das hatte ich ja schon, ne? Ich hatte dem Verlag nämlich eine Mail geschrieben, weil das Buch noch nicht da war. Und haben sie mir aber zurückgeschrieben, warten wir noch 2-3 Tage. Es kann durch diesen Feiertag sein, dass es später kommt. Und so war es ja auch. Es kam einen Tag später. Deswegen habe ich dann auch nicht nochmal irgendwie geschrieben. Deswegen, ich lache mich jetzt tot, wenn das jetzt hier nochmal drin ist. Habe ich es nicht gerade gesagt? Oh nein, jetzt habe ich das nochmal. Oh no. Wieso habe ich das jetzt nochmal? Ich dachte, wenn ich nicht nochmal hinschreibe und es dann halt immer noch nicht da ist, dann ist das klar, dass es angekommen ist. Anscheinend nicht. Ja, ich werde jetzt mal dem Verlag eine Mail schreiben, dass ich das Buch hier nochmal bekommen habe. Entweder ich schicke es dann zurück an den Verlag oder vielleicht sagen sie ja, behalt's zum Verlosen. Das wäre jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Dann hättet ihr noch was davon. Aber ja, ich habe jetzt nochmal Golden Dynasty bekommen und ich habe keine Ahnung warum. Hier ist ja auch immer nie ein Brief oder ein Zettel oder irgendwas dabei, sondern einfach nur ein Lieferschein. Verdammt, dann werde ich der Jenny jetzt gleich mal schreiben, dass ich das Buch zweimal bekommen habe und was ich damit machen soll. Und ansonsten habe ich jetzt, während ich jetzt zu Hause bin, die letzten 2 Tage Game of Thrones geguckt, die 8. Staffel. Ich bin jetzt auch fertig mit der Serie und durch und ich habe vorhin die letzte Folge geguckt und mein erster Gedanke war so, aha. Also, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Ende sagen soll. Es ist halt ein Ende und es ist jetzt kein Ende, wo ich schreiend im Kreis rennen möchte, weil es so schlecht ist. Es ist aber halt auch kein Ende, wo ich jubel und jauchze, weil es so toll ist. Es ist so ein Ende so, aha, gut. Ja, ist jetzt halt vorbei und Serie ist erledigt. Also so geht's mir jetzt gerade. So, ja, ich habe da gerade irgendwie überhaupt kein Gefühl zu der 8. Staffel im Allgemeinen irgendwie nicht. Die konnten mich jetzt irgendwie nicht so packen und so begeistern. Ich fand, das war alles sehr gepresst und sehr kurz gefasst. Es waren ja halt auch nur 6 Folgen. Aber ja, ich habe sie jetzt gesehen. Für mich ist das Thema Game of Thrones jetzt auch abgehakt. Ich kenne jetzt alle Folgen und Staffeln. Und ja, wie gesagt, ist so ein Aha-Gefühl. Naja, egal. So, ich werde jetzt an den Rechner gehen und dort noch ein bisschen anfangen zu schneiden, dass ich halt nicht so viel auf einmal habe wegen meinem Rücken. Und dann warte ich, dass mein Mann nach Hause kommt, dass ich den heute auch nochmal sehe. Und dann, ja, mal gucken, was wir heute noch so machen. Und vielleicht fange ich heute noch mit Renegades an. Mal schauen. Ich lasse mich da mal überraschen, was ich selber heute noch so mit mir anstelle. Und ich würde sagen, ich melde mich dann später wieder. Bis dann. Bye, bye. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 18. Juni. Und ich habe mich schon wieder einige Tage nicht gemeldet, habe ich gerade festgestellt. Shame on me. Es war irgendwann letzte Woche, wo ich mal Hallo gesagt habe. Ich glaube, es war letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, wo das mit meinem Rücken war. Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich mich gemeldet habe. Ich habe auf jeden Fall immer noch Rücken, weil ich morgen erst meine erste Physio habe und das nervt ziemlich.
Ich war die letzten 2 Tage auch nicht komplett auf Arbeit, weil 8 Stunden in diesem fiesen Bürostuhl sitzen, das ging gar nicht. Also bin ich ungefähr immer so nach 4 Stunden nach Hause gegangen, habe aber natürlich brav meine Arbeit, die ich sonst in 8 Stunden mache, in 4 Stunden erledigt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir die letzten 2 Tage der Schädel geraucht hat, als ich aus der Arbeit raus bin. Und ja, jetzt habe ich Urlaub die restliche Woche, also jetzt von Mittwoch bis Sonntag. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, ich kann ein paar Tage entspannen und nichts machen. Und am Freitag fahren wir dann auch weg bis Sonntag. Und ja, wir fahren auf eine Hochzeit. So viel kann ich euch ja verraten. Und da freue ich mich schon total drauf. Und ach, das wird so schön. Ich bin da so happy drauf. Und ich freue mich unglaublich für das Brautpaar. Und ach, das wird schön. Und ja, auf jeden Fall sind wir übers Wochenende nicht da. Deswegen muss ich auch rein theoretisch morgen und übermorgen mich noch um das Video für Sonntag kümmern. Und ich weiß noch nicht, ob ich das Video hinkriege für Sonntag, so wie ich mir das vorstelle. Weil rein theoretisch hätte ich das schon vor 1-2 Tagen mal anfangen müssen mit dem ganzen Kram. Naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich es über die nächsten 2 Tage noch irgendwie hin, das Video zu drehen. Vielleicht fange ich dann jetzt auch gleich damit an. Das Ding ist, ich brauche für dieses Video viele kurze kleine Breaks. Warum, wieso, weshalb, seht ihr ja in dem Video, wenn ich es dann geschafft habe, das Video umzusetzen und zu drehen. Und wenn nicht, kriegt ihr einfach das Weekly Reading am Sonntag. Dann geht das einfach online. Das habe ich für den Notfall ja immer im Petto. Hey! Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Weekly Reading jetzt insgesamt schon wieder geht. Ich habe irgendwann Anfang Juni angefangen, aber ich glaube, ich habe erst 3 oder 4 Beiträge gemacht. Ich bin, was diese Weekly Readings betrifft, echt immer absolut planlos und es nervt mich einerseits, aber andererseits denke ich mir dann immer so, hey, es ist real life, ich quatsch einfach drauf los, wenn ich gerade mal dran denke, und so sollte es ja eigentlich auch sein und nicht, dass ich euch stupide jeden Tag irgendwas erzähle, weil wie gesagt, so viel passiert bei mir halt auch einfach nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause, morgen habe ich die erste Physio wegen meinem Rücken, ich freue mich drauf, weil diese Rückenschmerzen auf Dauer, das ist echt nicht mehr schön. Und ja, ich weiß, dass es nach der Physio rein theoretisch mal wieder schlimmer wird, ehe es dann besser wird. Also ich stelle mich da auch schon drauf ein. Ja, aber mal gucken. Ich bin da jetzt auf jeden Fall guter Dinge, dass es auf jeden Fall bis zum Wochenende dann ein bisschen besser ist. Dass ich dann, wenn wir dorthin fahren, nicht 4 Stunden im Auto sitze und denke, oh, ich habe Rücken, oh, es tut zu weh. Und dann das ganze Wochenende auf der Hochzeit nur Schmerztabletten friss. Das wäre halt auch blöd. Naja, so viel dazu. Ich sitze jetzt hier übrigens heute gerade mal im Büro, weil bei mir hier im Haushalt alles schläft. Also mein Mann liegt drüben im Schlafzimmer und pennt, weil der heute noch in die Nachtschicht muss. Mein Hund liegt in der Stube und pennt, weil er halt schläft, weil er fix und fertig ist, weil es heute sehr warm ist. Und die 2 Jungs waren vorhin noch mal draußen Ball spielen, bevor mein Mann ins Bett ist. Und jetzt schlafen sie alle beide. Das heißt, ich kann an der Stube gerade das Rollo nicht hoch machen, weil da ich meinen Mann und meinen Hund wecken würde. Aber ohne das Rollo habe ich nicht genug Licht, um in der Stube zu drehen. Deswegen sitze ich jetzt im Büro. Ist es nicht alles herrlich hier bei mir? Auf jeden Fall, da ich ja nicht viel machen kann, wenn mein Mann hier pennt. Ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie Musik hören oder irgendwas lautstark. Deswegen habe ich die Zeit genutzt und habe Idle fertig gelesen. Den ersten Teil. Ich weiß gar nicht, hatte ich mich bei euch gemeldet und habe euch erzählt, dass ich Idle 2 gelesen habe? Ich glaube, das habe ich euch erzählt, ne? Ich hatte ja versehentlich aus dem 2. Teil angefangen zu lesen, statt den 1. Und dann habe ich so Bock auf das 2. Buch gehabt, dass ich das unbedingt lesen wollte und habe es ja dann in 2 Tagen durchgesuchtet. Und ja, heute habe ich den 1. Teil dann endlich beendet. Ich habe das Buch ja mit der lieben Nina zusammen gelesen. Nina wird hiermit heute noch nicht fertig. Sie schreibt mir dann morgen oder Donnerstag, je nachdem wie sie halt fertig wird, und wir tauschen uns dann nochmal abschließend aus. Aber die gute Nina hat momentan so viel Stress mit ihrer Arbeit, da verstehe ich das natürlich, wenn sie da nicht jeden Tag zum Lesen kommt. Und ja, was kann ich zu Idle sagen? Ich fand das Buch wirklich süß. Ist eine niedliche Liebesgeschichte, wo es um Rockstars geht und die Musik. Und ja, das Buch konnte mich allerdings nicht so begeistern wie der 2. Teil. Ich fand den 2. Teil um einiges besser, einfach weil ich ein totaler Scotty-Fan bin. Also jeder, der das Buch hier gelesen hat, weiß, wer Scotty ist. Und ja, der 2. Teil, da geht es halt um Scotty, und das war einfach eine so tolle Geschichte. Deswegen, der 1. kam da definitiv nicht ran. Es ist aber eine süße Geschichte und unsere 2 Charaktere sind voll süß, und ich mochte die Handlung. Ich habe am Ende eben nur so gedacht, Junge, warum hast du das getan? Oh mein Gott.
Aber es ist ja alles gut gegangen am Ende. Und ja, ich fand das Buch süß. Es ist nicht das beste Buch, was ich von Kristen Callahan gelesen habe. Also ich habe schon weitaus bessere Bücher von ihr gelesen. The Darkest London zum Beispiel. Jeder, der diese Reihe noch nicht gelesen hat, lest die The Darkest London Reihe. Sie ist so unglaublich gut. Ja, ansonsten kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Ich will jetzt nicht alles doppelt und dreifach auf dem Kanal hier rumquatschen. Deswegen mehr dazu dann im Lesemonat nächsten Monat. Aber ist eine süße Geschichte und ja, hat mir gut gefallen. Ich finde allerdings, das Buch braucht ein bisschen, ehe es überhaupt in Schwung kommt. Also so die ersten 100, 150 Seiten sind so, die Geschichte kommt so langsam in Fahrt und ehe dann sowas passiert und sich das Ganze auch entwickelt. Das dauert in dem Buch ein bisschen und ja, fand ich jetzt nicht so dramatisch, da ja der Fortschritt und die Entwicklung dann Gott sei Dank kamen, aber deswegen hat das Buch mich wahrscheinlich auch nicht so überzeugen können, weil es halt sehr langsam erzählt wird und sehr ruhig und ja, es hat mich einfach nicht gepackt, so wie der zweite Teil. Der zweite Teil hat mich einfach von der ersten Seite an gepackt, diese ganze Situation in dem Flugzeug, ich fand es so mega witzig und hatte mich das Buch einfach und dann habe ich das gelesen und das war dagegen halt am Abstinken. So ist das halt. Auf jeden Fall zum Thema langsam kann ich auch gleich noch was zu meinem anderen Buch sagen, was ich gerade lese. Das ist mein Streaming-Mikrofon, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, was das für ein Mikro ist. Das nehme ich immer, wenn ich zocke und streame. Ja, ich lese ja gerade noch Renegades 2, falsch rum, wartet, ich habe den Schutzumschlag hier ab. Hier Renegades 2, geheimnisvoller Feind. Und bei dem Buch ist es wie beim ersten Teil, dieses Buch wird absolut langsam erzählt und absolut ruhig erzählt. Ich bin jetzt bei der Hälfte und es ist jetzt so 50 Seiten vor der Hälfte das erste Mal was passiert, wo du dachtest so, nein, das ändert die ganze Geschichte, den ganzen Verlauf. Die ersten 200 Seiten hier waren wirklich verdammt ruhig und es ist wirklich fast nichts passiert. Die Geschichte ist wie beim ersten Teil auch, sie entwickelt sich sehr, sehr langsam. Das fand ich halt auch damals beim ersten Teil schon, deswegen haben, glaube ich, auch viele Probleme mit dem ersten Buch gehabt, weil halt auch einfach sehr lange nichts passiert und diese Geschichte verdammt ruhig erzählt wird und sich sehr, sehr langsam entwickelt. Aber ich feiere diese Superhelden-Thematik immer noch mega, deswegen stört mich das auch nicht. Und ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, nach dieser Wendung, was dann jetzt hier alles noch passiert in diesem Buch. Ich habe die Hälfte jetzt, wie gesagt, gelesen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Seiten heute drin lesen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was mit Adrian und Nova alles noch passiert. Und ja, ich kann so in dem Buch halt auch so noch nicht viel sagen. Es geht halt hier immer noch um Gut gegen Böse, die Superhelden kämpfen gegen die Superschurken. Und es ist immer noch für mich dieses Feeling von den Unglaublichen. Und das finde ich immer noch so mega toll. Ich habe ja vor kurzem auch aus dem zweiten Teil von Die Unglaublichen gesehen. Und auch den fand ich so gut wieder, diesen Film. Ich fand den zweiten Teil einfach wieder so unglaublich gut und ich liebe einfach dieses Gefühl und ich liebe einfach diese Superhelden-Thematik. Das ist halt einfach meins und wie gesagt, ich finde Renegades erinnert mich immer noch sehr stark an die Unglaublichen und deswegen mag ich das Buch einfach, weil ich einfach das Feeling in dem Buch mag, die Charaktere mag, diese ganze Welt mag und ja, ich bin gespannt, wie sich die Geschichte jetzt entwickelt. Wie gesagt, jetzt ist eine Wendung passiert, die nicht ohne war. Aber ich muss halt auch sagen, ich war am Anfang, wo ich das Buch angefangen habe, extrem verwirrt. Ich konnte mich noch an diese eine Sache erinnern vom Ende, so dieser mega Cliffhanger. Und dann passiert mit diesem Cliffhanger erstmal 150 Seiten nichts. Und du denkst dir so, hä? Was? Was ist denn jetzt mit diesem, was ist denn mit dem, was da am Ende vom ersten Teil jetzt war los? Und du weißt es einfach nicht und denkst dir die ganze Zeit, Mann, ich will das jetzt wissen. Und das hat mich echt verwirrt am Anfang, weil ich einfach dachte, wir steigen wieder an den Punkt ein, wo das erste Buch geendet hat und nicht so ein harter Cut. Und das, was du am Ende vom ersten Teil erfahren hast, ist in dem Moment erstmal gar nicht wichtig, wo du wieder in das Buch einsteigst. Also das fand ich so ein bisschen verwirrend, weil ich, wie gesagt, sonst von dem Ende auch nicht mehr alles wusste. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, so ein paar Seiten gebraucht, ehe ich dann wieder drin war, ehe ich mich sortiert hatte, ich wieder wusste, wer war und wer mit wem und wie und was und wie im Verhältnis steht und ja. Aber ich bin inzwischen wieder sehr gut drin in der Geschichte und ich mag es einfach immer noch sehr und ich freue mich dann jetzt weiter zu lesen und bin gespannt, was da jetzt alles noch passiert. Und ja, ich bin schon
sehr gespannt, wie das Buch hier ausgeht und was dann nächstes Jahr im dritten Teil passiert. Also wie gesagt, aufgrund der Entwicklung, die jetzt hier passiert ist gerade, ich habe Dreck unter dem Fingernagel, Entschuldigung, ich war etwas abgelenkt. Ja, aufgrund der Entwicklung, die jetzt halt gerade passiert ist, bin ich echt gespannt, wohin sich die Geschichte entwickelt. Also, gefällt mir bisher sehr gut. Marisa Meyer hat es, was das betrifft, auf jeden Fall drauf, mich da anzufüttern, dass ich dranbleibe. So, und mehr kann ich jetzt nicht erzählen. Ansonsten überlege ich gerade, was ich heute noch mache. Mein Mändle muss ja heute wieder in die Nachtschicht nochmal. Der hat dann erst ab morgen auch frei. Und ja, ich überlege, ob ich heute Abend noch eine Runde Red Dead spiele oder GTA mal weiterspiele. Ich weiß es nicht. Vielleicht lese ich auch noch ein bisschen. Ach, mal gucken, worauf ich Lust habe. Der Tag ist ja noch jung. Es ist ja jetzt gerade mal so 16:30 oder so. Also, ich habe Zeit. Und ja. Ansonsten gibt es jetzt mehr nicht zu erzählen. Ich werde mich dann einfach zwischendurch die Tage nochmal melden und sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, ich wollte mich einfach nochmal ganz kurz melden. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie viele Tage ich mich nicht gemeldet habe. Ich glaube, eine Woche ist es bestimmt. Ich wollte eigentlich übers Wochenende, wo wir ja nicht da waren, wo wir ja zur Hochzeit waren, wollte ich mich eigentlich auch zwischendurch mal melden und mal kurz Hallo sagen und sagen, wie es uns geht und wo wir eigentlich sind und was wir da so machen. Und ich habe auch meine Kamera ganz fleißig mitgenommen und ja, ich mache die dann dort so an und will was filmen und kriege den Speicherkartenfehler. Da ist meine Speicherkarte kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe sie ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich mich denn bei euch gemeldet? Mittwoch, Donnerstag? Da hat sie noch problemlos funktioniert. Und ich habe die Daten dann auch alle noch rüber auf den Rechner geschoben und Gott sei Dank. Und ja, dann habe ich sie wieder reingemacht und dann war sie kaputt. Und ja, voll blöd gelaufen. Heute ist Dienstag, der 25.06. Und ich glaube, das wird jetzt auch der letzte Eintrag für dieses wieder mal sehr chaotische Monthly, Weekly, Reading, whatever. Oh, es tut mir so leid. Ich bin im Moment echt so planlos und ich vergesse immer alles und verdattel alles und oh, furchtbar. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich euch beim letzten Mal erzählt habe, was ich gerade lese. Ich habe ja gelesen Idol 1, Idol 2. Dann habe ich gelesen Renegades, den zweiten Teil. Den habe ich gestern beendet. Ich wollte den eigentlich schon am Sonntag beenden, weil ich ja schon Freitag und Samstag überhaupt nicht zum Lesen gekommen bin. Und ich war Sonntag aber so fertig, als wir dann wieder zu Hause waren. Ich habe das Buch aufgeschlagen, die Worte verschwammen vor meinem Auge und dann dachte ich so, nee, alles was du heute liest, müsstest du morgen eh nochmal lesen, es bringt nichts. Und ja, dadurch habe ich dann aus Renegades am Montag beendet und habe 3 komplette Tage nicht gelesen. Diese 3 Tage fehlen mir jetzt natürlich diesen Monat komplett, weil in den 3 Tagen hätte ich locker ein Buch lesen können. Weswegen ich auch mein Lesepensum, was ich mir für den Juni vorgenommen hatte, nicht schaffen werde. Das heißt, ich habe jetzt das Buch, was ich übrig habe, vom Juni mit in den Juli gezogen und habe dementsprechend immer ein Buch von den anderen Monaten weiter nach hinten verschoben. Das ist ja das, was ich sagte mit meiner Liste, dass die nicht fest ist. Ne? Also diese Liste lebt ja und da kann sich immer wieder was verändern und da kann immer wieder was umgemodelt werden. Deswegen, ja, werde ich es diesen Monat nicht schaffen, dieses eine Buch definitiv noch zu lesen. Ich habe jetzt noch bis Sonntag Zeit, rein theoretisch im Juni, was zu lesen. Ich möchte aber auch diese Woche noch 2 Bücher lesen, deswegen, und dieses eine, dieses dritte, das werde ich dann nicht mehr schaffen. Ich lese aktuell den 4. Teil der Ivy Years, Wenn wir vertrauen. Da habe ich heute ein gutes Stück geschafft. Ich bin auf Seite 245 und ich lese dann auch gleich noch ein Stückchen, also so sieht's aus. Das Buch gefällt mir bisher sehr gut. Der wie spricht man Raphael in Englisch aus? I don't know. Wie spricht man die Abkürzung von Raphael in Englisch aus? Raffi? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt er ja Raphael und alle nennen ihn Raffe, Raffi, was auch immer. Und er ist so süß, ne? Das ist einfach so ein richtig süßer. Sein ganzes Verhalten, der ist so voll der Gentleman und der ist so umsorgt und der ist so richtig liebevoll und der ist so richtig... Und der ist so süß einfach. Der ist schon so süß, dass man manchmal einfach wirklich kotzen möchte. Aber der ist einfach wirklich nur so goldig. Und ja, auch wie er sich ihr gegenüber verhält. Und auch ich verstehe das alles so gut. Und der ist einfach wirklich richtig süß. Und ja, ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo die beiden sich gerade so wieder angefreundet haben und Zeit miteinander verbringen. Und es passiert ja in diesem Buch unserer Protagonistin etwas Schlimmes. Und er ist dann halt da und fängt sie auf. Und
ja, das Schlimme ist jetzt schon passiert und wie gesagt, sie sind jetzt Freunde und bringen Zeit miteinander und ich bin gespannt, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Ich meine, es ist ein New Adult Roman, wir wissen, worauf das Ganze im Endeffekt hinausläuft. Aber ich mag das Buch bisher sehr. Wie gesagt, da werde ich jetzt heute auf jeden Fall noch ein bisschen lesen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, ja, Renegades 2 beendet. Ich muss sagen, der zweite Teil von Renegades war wie der erste auch wieder sehr ruhig und sehr gechillt und von der Spannung her nicht wirklich sehr präsent. Also ich muss sagen, dass Renegades der erste wie auch der zweite Teil wirklich sehr, 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 sehr langsam sind und sehr, sehr ruhig erzählt sind und dass die Spannungskurve halt auch wirklich nicht so ist, sondern wirklich so ein bisschen nur bis zum Ende. Und am Ende haut die Autorin einfach mal noch so einen Mega-Kracher raus, beim ersten wie jetzt auch beim zweiten Teil wieder, wo ich mir denke, so... ja, ich muss sagen, ich war bei Renegades am Anfang wirklich irritiert, weil der erste Teil endete ja mit so einem fiesen Cliffhanger und ich hatte halt gedacht so, dass dieses Buch jetzt an diesem Cliffhanger ansetzt. Aber nein, es passiert erst mal nichts. Und dieser Cliffhanger wird erstmal nicht zur Sprache gebracht, so auf den ersten 100 Seiten, sondern das Buch geht weiter, wie wenn es dieses Ende nicht gegeben hätte und wir setzen wieder an der Stelle an, wo Nova bei den Renegades eingeschleust ist und immer noch mit ihnen zusammenarbeitet und versucht, Dinge rauszufinden und so. Und das hat mich schon erstmal sehr irritiert, wo ich dachte so, hä? Was zur Hölle ist jetzt hier passiert? Aber wie gesagt, nach den ersten 100 Seiten kam dann so langsam Licht ins Dunkel und die Geschichte entwickelte sich, aber die Geschichte entwickelt sich halt auch wirklich sehr, sehr langsam. Ich werde jetzt heute noch ein bisschen Ivy Years lesen. Ich werde dann später beim Schneiden wahrscheinlich wieder feststellen, was ich alles vergessen habe, euch zu erzählen. Und ja, ich sollte vielleicht noch mal kurz erzählen, wie unser Wochenende war. Also mal abgesehen davon, dass ich am Sonntag total fix und fertig und groggy hier ankam und total müde war und ich den ganzen Tag in der Ecke stand quasi und mit mir nichts anzufangen war, war es ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir hatten ein richtig cooles Airbnb. Die Hochzeitsfeier war auch sehr, sehr schön. Es war eine wunderschöne Braut. Es war eine tolle Zeremonie. Also ich muss sagen, die Trauung war wirklich mega. Der Pfarrer war so witzig. Also ich habe noch nie so einen witzigen Pfarrer erlebt. Ich bin jetzt auch nicht so der Kirchengänger, ne? Aber der Pfarrer war wirklich mega gut. Und ja, es war ein schöner Tag. Es war sehr, sehr anstrengend, alles mit Hin- und Rückfahren und so. Aber es war ein sehr, sehr schöner Tag und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ja, ich kann euch leider nichts von der Hochzeit zeigen, weil meine Kamera ja nicht wollte. Ich glaube, ich beende das Weekly Reading jetzt auch an dieser Stelle, weil ich keine Ahnung habe, wie lang das jetzt auch schon wieder wird. Ich glaube, es sind insgesamt nur wieder 4 oder 5 Tage, die ich erzähle, aber ich glaube, das sind 4 und 5 Tage lange Erzählungen. Was geht mit meinen Haaren, Leute? Seht euch das an. Es sind bei uns heute 36 Grad. Also es sind jetzt, glaube ich, sogar noch 30 Grad draußen und wir haben es abends kurz vor 10. Also es ist einfach nur heiß. Bei mir klebt alles. Es ist einfach alles ekelhaft. Es ist einfach nur heiß. Bei mir klebt auch alles. Das Make-up verschmiert und man sieht einfach scheiße aus. Die Haare sitzen nicht und ihr werdet das sicherlich alle kennen. Ja, ich werde dann jetzt auch gleich versuchen, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Vorher werde ich noch ein paar Seiten lesen und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich gelobe jetzt wirklich mal Besserung für die nächsten Weekly Readings, dass ich vielleicht auch wirklich mal wieder nur 2 Wochen filme und dafür halt auch wirklich alle 2 Tage oder so, dass halt nicht immer so mega Lücken entstehen. Mich nervt das selber, dass ich nicht so regelmäßig filme. Das Problem ist aber auch immer, ich lege die Kamera rüber ins Büro und dann sehe ich sie nicht und dann vergesse ich das. Und ich muss sie einfach hier wieder auf dem Stubentisch legen und dann denke ich auch wieder häufiger dran. Achso, ja, was meinen Rücken betrifft, da hatte ich ja Anfang des Videos, glaube ich, auch ein bisschen was erzählt. Ich mache jetzt Physio. Es tut schweinemäßig weh bei der Physio, aber es hilft. Also es wird auf jeden Fall von Mal zu Mal besser. Und ja, mit dem Rücken geht soweit wieder gut. Ich würde nicht sagen, dass es im grünen Bereich alles wieder ist. Sagen wir mal, es ist orange, es ist nicht mehr so rot. Aber es tut halt einfach megamäßig weh bei der Physio. Und ich muss morgen wieder dahin und es wird schmerzhaft werden. Aber Augen zu und durch. So, und jetzt höre ich auf zu labern und sage bye bye.